Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich als Wiederholungstäter und so ein bisschen ja auch als bunter V hier auftreten darf. Bunter V deswegen, mein primäres Aufgabengebiet hat jetzt eigentlich gar nichts mit Immobilien zu tun oder höchstens am Rande. Als Chefvolkswirt und Leiter Private Asset Management kümmere ich mich bei Warburg insbesondere um liquide Produkte. Also letztendlich so aus dem Top-Down, aus der Top-Down-Analyse kommend, dass ich mit meinen Kollegen dann darüber berate, wie wir beispielsweise Portfolios in der Vermögensverwaltung bestücken, mit welchen Aktien, mit welchen Anleihen, wie die Quoten aussehen. Und da spielen Immobilien tatsächlich gar keine Rolle. Wiederholungstäter deswegen, ich habe nochmal geguckt, ich war genau auf den Tag genau vor 7 Jahren hier, am 8. November 2016. Und ich weiß gar nicht, ob Sie noch genau wissen, was damals stattgefunden hat. Ja gut, ich war das erste Mal dabei, das ist jetzt aber nicht so spektakulär, denke ich mal. Vor 7 Jahren hatten wir gerade die Präsidentschaftswahl in den USA. Und ich wurde quasi hier, ich glaube, da haben wir damals mittags oder nachmittags begonnen. Also ich musste dementsprechend meinen geplanten Vortrag etwas umstellen, weil ich natürlich auch Bezug nehmen wollte auf die Wahl Donald Trumps. Und der hat uns ja tatsächlich dann 4 Jahre lang ganz ordentlich beschäftigt, alle zusammen. Und ich habe mal geguckt, nächstes Jahr sind ja wieder Wahlen in den USA, auch wieder genau zum Zeitpunkt des Fondsforums. Also da wird derjenige dann, der hier den Makropart übernimmt, sicherlich auch was zum Wahlausgang sagen. Ich habe so 2 Hürden, die ich zu nehmen habe. Einerseits ja, die Ankündigung hier, LinkedIn Top Voice, das klingt alles super. Ich kann nur sagen, als bunter V, ich habe hier extra eine rote Krawatte umgebunden. Da ich heute Nachmittag nicht mehr für die Face-to-Face-Gespräche zur Verfügung stehen kann, wenn Sie Interesse haben, wenn Sie Informationen benötigen, sprechen Sie mich gerne so an oder lassen Sie uns über LinkedIn vernetzen. Da können Sie mir dann auch gerne schreiben und ich werde Ihnen dann auch sicherlich antworten. Und die zweite Hürde, ja, die Welt 2024 in 30 Minuten oder jetzt vielleicht nur noch 25 Minuten zu erläutern, so ein bisschen wie ein E-Auto zu finden mit 600 oder 700 Kilometer Reichweite. Auf dem Papier ist das möglich, in der Theorie, aber in der Praxis ist das natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Deswegen, ich habe ein paar Folien, die ich sicherlich überspringen werde, aber lassen Sie uns mal einsteigen. Der Themenkomplex, den ich mitbringe, Politik, Konjunktur, Zinsen, wenn noch Zeit ist, vielleicht ein kurzer Blick auf die Aktienmärkte. Ich weiß nicht, ob Sie das interessiert, ich finde das immer ganz spannend, aber lassen Sie uns einfach mal starten. Ich habe etwas mitgebracht, was eigentlich uns in den vergangenen Jahren, ich würde mal sagen, eigentlich so gefühlt seit 2008, 2009, jedes Jahr irgendwie beschäftigt, nämlich die Dinge, die man nicht prognostizieren kann. Geopolitische, politische Ereignisse, wirtschaftliche Ereignisse, die man als Volkswirt, auch als Anleger, ich glaube, weder bei den liquiden Anlagen noch bei den realen...